So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Transportfieber 2 auf meinem Kanal. Ja, und ihr seht's, wir fangen auch eine neue Map an. Die andere ist jetzt erstmal pausiert. Die hat mir nach jetzigem Stand erstmal nicht so gefallen. Da habe ich danach dann auch die Bodensee-Map im Steam-Workshop entdeckt und gesagt, kommt, die sieht ja echt geil aus. Lasst uns die mal in einem Let's Play machen. Wir spielen trotzdem wirtschaftlich. Ich werde aber auch versuchen, das Ganze naja, so ein bisschen im Schönbau zu machen. Genau, ich würde sagen, wir gucken uns die Map erstmal ein bisschen an. Also es scheint hier, wenn ich das auf Google Maps auch so richtig gesehen habe, von den Städten und der Aufteilung her richtig zu sein. Ich vermute, dass hier diese Flughafensymbole oder diese Flugzeugsymbole dafür stehen sollen, wo Flughäfen hinkommen würden. Die Map ist einfach mega geil hier mit den ganzen Feldern. Man kann ja mal rauszoomen. Es gibt es im Steam Workshop. Wenn ich dran denke beim Hochladen, werde ich es auch mal in einer Beschreibung, Videobeschreibung verlinken. Wer das mal probieren will, wer die Map selber mal spielen will. Sehr schön gemacht. So, ich hatte hier oben auch entdeckt, was hier. Ja, genau. Mit einem Fernsehturm oder Radioturm. Ich kenne halt die Region so genau leider nicht. Aber sehr, sehr cool. Ja, wir spielen wirtschaftlich. Natürlich gucken wir, dass es trotzdem einigermaßen schön aussieht. Hier wahrscheinlich ein großer Flughafen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, so zwei, drei Städte miteinander zu verbinden. Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt. Ich würde eventuell einfach mal hier beginnen. Der Stadt, dann vielleicht hier so ein bisschen hier so durch und hier so an den Kartenrand, dass wir quasi hier so die Zuglinie lang führen. Müssen wir nur mal überlegen, wo wir den Bahnhof hinsetzen. Das Einzige, was ich schon mitbekommen habe, die Map verschlingt am Anfang extrem viel Geld durch die ganzen Straßen, die hier gesetzt wurden. Ich würde einfach mit eurer Erlaubnis mir, sag ich mal, so ein bisschen Geld erschießen am Anfang, bis es wirtschaftlich her funktioniert. Ich hoffe, das ist mit eurem passiert mit eurem Verständnis, aber ich denke mal, dass wir da eine Übereinkunft auf jeden Fall treffen. So, wir fangen hier auch direkt mal an mit einem, oh Gott sei Dank, mit einem Kopfbahnhof. Setzen den hier mal so hin. Gucken wir mal, wie sieht es denn aus hier. Ja. Startjahr habe ich jetzt einfach mal 1950 ausgewählt. Ich dachte, da sind schon vielleicht auch die ein oder anderen guten Züge und Lokomotiven schon freigeschalten. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Hier würde ich wahrscheinlich sogar einen Bahnhof machen und den dann mit Straßenbahn oder Bussen. Oder später dann vielleicht eine S-Bahn oder so. Jeden Fall aber ein Durchgangsbahnhof in einem etwas größeren, obwohl wir die ja ausbauen können, die Bahnhöfe. Würde ich, das ist halt jetzt die Frage, man könnte den ja auch hier hinsetzen, dann geht da die Strecke durch. Ach so. ich fürchte, das funktioniert so nicht. Also so komplett hochgestuft wollte ich jetzt eigentlich nicht bauen. Obwohl, dann haben wir halt einen Hochbahnhof, ist ja an sich auch nicht schlimm. Was hätten wir den hier so hinsetzen? Müssen wir mal gucken. Ein paar Gleise können wir ja hier noch ranbauen. Das ist ja nicht das Problem, aber ich glaube, nee, wir machen noch mal zurück. Gebäude. Bisschen weiter hinter. Machen wir so. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. So passt es. So, was haben wir an Brücken? Ne, so eine nicht.
erstmal. Nehmen wir erstmal die. Ach, Kollision. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier, wir gehen müssten ja dann ein bisschen hier. Hier würde ich das noch als Hochbahn fortführen. Allerdings auf gleicher Höhe. Und hier dann so langsam wieder runter. Dann so vorne an der Straße lang würde ich das führen, die Strecke. Machen wir mal so. So. Eine Weiche. Nein, so nicht. 70 ist dann doch schon wieder eigentlich. Ne, 70 ist ganz schön langsam. Ja, bisschen. Naja, zumindest 90. Wir müssen ja gucken, dass es wirtschaftlich auch Sinn macht. Das ist ja mal so der springende Punkt, sage ich mal. Dadurch sollten ja die Strecken nicht zu langsam werden. Ein bisschen am Berg hier vorbeigeführt. So, das erste Teilstück schon fertig. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Also ich würde bis Kreuzlingen auf jeden Fall weitermachen. Jetzt muss ich bloß mal überlegen, wo wir uns hier den Bahnhof hinsetzen. Weil hier ist ja doch einiges so mit. Einiges mit. Ja, wo sind wir denn jetzt? Bin ich doof? Haben wir den jetzt gebaut? Hier. Oder Konstanz. Mit dem Bahnhof, ich meine, wir können ja mehrere Bahnhöfe in so einer großen Stadt bauen. Das ist ja nicht das Problem später. Ah, habe ich jetzt echt nur so eine kurzen Bahnhöfe gebaut? Ach, scheiße. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal ändern. Also 240 Meter will ich eigentlich schon haben. So. Und hier endlich auch. Einfach damit die Züge dann auch eine entsprechende Länge haben können. Perfekt. Gut. Oh nee. Okay, das ist ein blöder Punkt für den Bahnhof. Nee, das können wir so nicht machen. Das sieht ja mal richtig kacke aus. Also setzen wir den doch hier hin. Oder wir setzen den wirklich hier so hin. So hingesetzt und die Strecke durch die Stadt als Hochbahn vielleicht durch.
Müssen wir mal. Wir versuchen das mal. Natürlich nicht, aber ich will nicht so mitten durch die Stadt auf immer hier Gleise fahren lassen. Das ist halt das Blöde. Naja, das ist also auch doof. Wenn wir jetzt hier Mann, wie waren das? Doof. Hä? Wenn ich jetzt hier so die Brücke baue. Jetzt hier wieder runterfahren lasse. Wo würden Wander ankommen? Ungefähr hier so. Kollision. So, Gebäude, Bahnhof. Ach so, die Strecke müssen wir noch abreißen. So wäre dann der Bahnhof. Meine Strecke ist zwar relativ kurz dadurch, aber es sollte eigentlich gehen. Müssen wir mal gucken. Ich würde es jetzt erstmal dabei belassen. Oh, hier gehen wir direkt in den Tunnel rein. Schon so. Ja, so würde ich es lassen. So, Bäume wieder gesetzt. Jetzt kriege ich einen Anruf, das geht jetzt aber nicht. Da gehe ich jetzt natürlich nicht ran, wenn ich aufnehme. Hier würde ich, glaube ich, erstmal nur draußen rumfahren und hier erstmal anhalten. Und dann würde ich da dann auch den ersten Zug fahren lassen. Es ist aber auch schwierig, wenn man hier die Bahnhöfe hinsetzt, ey. Wenn auf der einen Seite, dann hat man halt die eine Seite mal ein bisschen Feld. Das ist ja auch nicht schlimm. So. Wieder im Tunnel. Jetzt nicht schlimm. Das Gebäude retten. So, was ist denn jetzt, wenn wir hier direkt andocken? Funktioniert das? Jo, funktioniert.
passt doch so eigentlich erstmal. So, dann bauen wir jetzt erstmal eine Straße. Machen wir mal mit Busspur. So. Gebäude. Oh, da haben wir noch nicht so viel Auswahl. Nehmen wir das erstmal. So, gut, dann machen wir Busse, Gebäude. Wir wollen hier hin, hier hin, hier hin. Hier hin. Ich habe jetzt auch erfahren, dass quasi zu viele Bushaltestellen auch nicht so gut sind. So, das ist Bus Steckborn. So, passt das? Depot, setzen wir das. Setzen wir erstmal hier oben hin. So, Fahrzeuge kaufen. 11, 10, 9. Passagier. 10. Ein bisschen schneller. Machen wir mal hier von 3. So, gut. Wie geht's denn weiter? So, hier, das ist verbunden. Dann könnten wir hier direkt noch den Bus. Wo machen wir hier den Bahnhof hin? Das ist aber echt schwierig. Den außerhalb hinsetzen? Kann man den vielleicht hier so hinsetzen? Hier so einen großen Bahnhof hingesetzt. Ja, vielleicht auch ein kombinierter werden. So machen wir das. Das ist, glaube ich, die einzig sinnvolle Variante. Schon wieder ein Tunnel. Ah ja, egal. Aber jede Menge Tunnel hier diesmal. Na los, Autosave. Ich versuche jetzt mal dran zu denken, dass ich das dann ändere, dass der nicht mehr dreimal Blitzplay speichert. Ja, ich jetzt. So, Busse. Hier machen wir mal ein bisschen größer. Schon mal. Vielleicht bauen wir später dann noch was anderes hin, aber ich würde es jetzt erstmal so belassen. So, jetzt der Bus. Da lang, da lang, da lang. Da lang, da lang, da lang. Da lang. Da so hoch. So, das ist Bus Kreuzlingen. Ne, wir bauen ein neues Depot, das ist so weit weg. Das
Das hat richtig schön gemacht, die Map auch mit den ganzen Fabriken, die hier auch in den Städten schon sind und. Also das finde ich top, top die Map. Also sie hat nur schöne Sachen gefunden. So, dann wollen wir uns hier mal an die Signale setzen. Haben wir jetzt erstmal nur die ein. Machen das mal so. Einfahrtssignal. Hier brauchen wir keine. Doch, machen wir auch. Einfahrt, Ausfahrt. Eigentlich ist es Quatsch, Signale hier an den Bahnhof zu setzen, weil der Bahnhof fungiert automatisch als Signal. Aber ich weiß nicht, ich finde das realistischer. Du hast am Bahnhof immer Signale für die Ein- und Ausfahrten. Deswegen würde ich das einfach weiterhin so fortführen. So, jetzt brauchen wir erstmal ein Depot. Können wir das? Hier wollen wir ja die auf die andere Seite erstmal setzen. Kriegen wir das hier vielleicht direkt so hin? Nee, schade. Dann setzen wir es da hin. So, wir müssen noch eine Linie. Die würde ich jetzt aber auch dann noch nicht benennen, weil wie gesagt, es fehlt ja noch eine Station, aber ich will jetzt hier erstmal, dass wir zumindest einen Zug die Folge auf die Strecke kriegen. Würde ich das jetzt dabei belassen und Rückzug dann wieder das da anhalten. So, warum? Ach so, ups, glatt vergessen. 4, 5, 6 und wieder angekommen. Genau. So, Fahrzeuge kaufen. Wir brauchen. Hey, ich würde mit einer Dampflok anfangen. 190, 120. Würde ich fast sogar schon die nehmen. So, und Passagierwagen. Großen schon? Müssen wir ja sonst. 80 Kapazität, 100 Kapazität und auf zur Strecke. Aber ich würde sagen, die Mitfahrt machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage, lasst doch gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, um auch das Let's Play in Zukunft nicht mehr zu verpassen. Das wird auf jeden Fall erstmal länger gehen als das andere. Das ist aber wie gesagt nicht auf Eis gelegt, sondern erstmal nur pausiert. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.